Eigentlich nicht, wieso? Jetzt stehen noch die ganzen Kürbisse bei uns rum. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht despawnen die Sachen einfach. Nö. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin auch sozusagen in der Hand und so. Also, da habe ich mich nur gewundert, wie gesagt, wo es herkommt. Ja. Die ganzen Ores mal rausnehmen. Ah, lol. Jetzt werden wir in die gleiche Kiste gucken. Tolle Idee. Ich mache mal die Wooden-Sachen, mache ich jetzt mal weg. Damaged Copper Pickles mache ich auch weg. Wir brauchen keine Copper-Sachen mehr. Wir haben genug Eisen. Oft genug. Leute, was fliegt denn da gerade mir entgegen? Keine Ahnung. Juhu, ich bin da! Yay. So, was kann ich denn? Lol, was ist das denn? Large Amethyst. Verfang die Gem, es fällt, wenn du stirbst. Alles klar. Nee, da gibt's in Spielmodus Catch the Gem sozusagen, Capture the Flag. Kannst du damit spielen, wenn du das Ding hast. Ach so. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Das brauchst du nur generell in großen Quickstack. So. Goldohr, Lidohr, Tinohr, Tungsten. So, wie viel Schlick habe ich denn? Lol, nur Silber. 400. Ach nur, na dann viel Spaß. Ich will mal was testen. Warte mal, bevor du anfängst. Warte mal kurz. Okay. Ich will mal was testen. Ich mach das mal weg. Und versuch mal hier oben, da wo ich gerade das Loch gemacht habe, das zu platzieren. Ob das runterfällt und dann auch aufgebraucht wird. Das fällt Nee, nicht? da nicht. Doch, ist runtergefallen. Nein, es fällt nicht. Bei mir hängen diese nur zwei in der Luft. Bei mir, ich habe erstens nur eins und bei mir ist eins unten. LOL? What? So, warte, ich Moment. glaube, du musst es hier. Aber das, LOL, ja. jetzt. Ja. Das bleibt oben drüber hängen. Also du musst es direkt drauf machen. Geht nicht, dass es drauf fallen lässt. Ja, es sei denn, du, das muss da in die Lücke rein. In In die die hier andere. praktisch. Ja. So, warte. Ah. Nee, geht anscheinend nicht. Nee, das funktioniert nicht mit auf drauf fallen lassen. Naja, ich mach's wieder hin und du kannst ja dann deine 400 jetzt bis ins Inventar fallen lässt. Jo. Also ich sehe Platin, Lead, Tin, Kupfer, Ja, du Topase. siehst alles, wenn du Ich sehe das machst. alles. Also da kommt echt wirklich alles Mögliche raus. Alles klar. Alter, what the hell? Erstmal zugespammtes Inventar. So, erstmal Barren machen. Boah. Krass. So, wie hab ich denn eigentlich? Ich habe bloß 280. Ach nur. Ja. Go, go, Gadgetto, go! Ist das krass. Düt, 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 düt. Ja. Erstmal die Gravitation Potion, die ich vorhin noch irgendwie geholt habe, wegmachen. Quickstack. Oh, haben wir gar keinen Platz für Gravitation Potions. Egal. So. Bahn machen ist eine gute Idee. Ich immer von allem ein bisschen was habe, ey. So. Dann packe ich das ganze Zeug mal hier in die Truhe rein. Alles ablegen, schnell stapeln. Boah, da hat sich aber ganz schön was bewegt, ey. So, ich mach mit. Quickstack. Oh, Iron Bars haben wir gar nicht mehr. Sehr gut. Und Copper haben wir auch nicht mehr. Eisen habe ich gerade. Achso, da habe ich noch 5 Eisen reingetan. Wir haben sogar 11 Platin und 74 Gold? What the fuck?
Ich mach mal kurz eine Gold-Pickaxe, ne? Ja, klar. Damit man mit so einem Meteorit auch abbauen kann. Aber wann kann ich... Das Meteorit-Ohr können wir, glaube ich, abbauen, aber wir können nicht den Meteorit... den Crimson-Ohr, aber nicht den Crimson-Stein abbauen. Wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir für Schuhe 25... Ach so, da. So, ich brauche nochmal Holz. Give me Holz. Ist echt krass, wie viel wir inzwischen haben. Und wir haben ein Cream Tape Bar. Ja, aber wir haben schon zwei Schwerter daraus gemacht. Also da sind ja 20 jeder ist draufgegangen. Ja, stimmt. 10 jeweils draufgegangen. Für ein Schwert. So, Rubine, Smaragde. Alter, wie viele Topase wir haben. Ist echt krass. Ich glaube, unterm Haus wachsen irgendwie die Bäume ziemlich langsam oder gar nicht. Gar nicht, glaube ich. Also, jetzt mal kurz. Gold Pickaxe. Pickaxe Power 5. Ich kenne meinen Meteorit, kann ich damit auch schon. Kann man damit schon minen. Ja. Stimmt, ich hatte eine Godly Iron Pickaxe. So. Ich habe schon 20 Gold. 20 Gold, wie meinst du? Goldmünzen habe ich schon. Achso. Oh, ich muss in meiner Piggy Bank gucken. So. Ich habe. Boah, keine Ahnung. 7 oder so. 30, 65. Boah, 90 Gold brauchst du für eine komplette Goldrüstung. Okay, krass. Aber wir haben schon ein Schwert, was auf jeden Fall deutlich besser ist als die Goldrüstung. Ja. So, wollen wir uns dann als nächstes an den Boss versuchen, oder? Ich mache jedenfalls das Gold wieder zurück. Ich weiß nicht, du könntest auch mal versuchen, ob du so einen Zauberstab bauen kannst. Zauberstab? Aus was? Mit Emerald habe ich es bei mir gebaut. Ich weiß nicht, ob man... glaube ich, Silber hatte ich und Emerald. Ja, du darfst natürlich auch. Stimmt, das geht ja nicht bei gleichzeitig. Saphir, Diamant, Amethyst. Ich guck mal kurz nach. Terraria, ich nehme einfach mal alle mit, die ich habe, die wir haben. Stars. So. Silberbarren. Wo kann man das Zeug denn bauen? An der ganz normalen Werkbank? Am Anvil. Und du musst Tungstenbar nehmen. Für ein Emerald Stuff. Large Rupee, Large Saphir, Alter. Also bauen kann ich es mir anscheinend. Doch, ich kann mir einen bauen. Mit Silber geht's aber auch. Ruby Stuff kann ich mir bauen. Wie viel Schaden macht der Ruby Stuff? 24. Na, da bist du sogar besser als sozusagen bei mir. Ich habe überhaupt keinen Mana. Na, das ist natürlich ungünstig. Weapons, wollte ich mal kurz reingucken. So, da habe ich nämlich Übersicht über die ganzen Flails, Spears, Boomerangs, Bows, Guns, Explosive Weapons. Magic Weapons, genau. Emerald Stuff, dann kommt Ruby Stuff, es gibt noch ein Diamond Stuff. Und dann geht's, glaube ich, komisch los mit dem Shadow Beam Stuff. Okay. Der ist schon auf Yellow, den kann man, glaube ich. Kann man nur im Dungeon bekommen, im Hard Mode? Warum ist das nicht mehr ein Hard Mode, ey? Was? Nach dem Diamond Stuff geht's direkt im Hard Mode Zeug los? Da Black. Wie viel kann ich denn damit verballern? 4 Mal. Aber damit hast du auch ein bisschen Fernkampf zumindest. Ja, muss ich halt ein paar Sterne farmen. Ja. Ah, das kriegt man schon noch hin, wenn wieder Nacht ist und wir oben sind. Warum haben wir gerade Schnee bei uns? Das irritiert mich. Schnee? Bei mir schneit's gerade, bei dir nicht? Nein, doch. So ganz leicht. Ganz wenig. Ja, so ganz leicht. Aber es kann, warte mal, es kann davon kommen, weil ich hier die Eisblöcke gemacht habe, dass daher der Schnee kommt. Ich glaube auch. Weil du kannst ja die Biome erzeugen, indem du viele von den entsprechenden Blöcken setzt. Crazy, crazy abgefahren, ey. Oh, ja. Den Sand packe ich auch noch hier rein. So, irgendwie, keine Ahnung. Wollen wir jetzt den Crimson Boss versuchen? Oder soll ich bitte Lebenstränke mitnehmen? Ja, könnten wir. Ja, ist nicht neu. Ich guck mal, warte mal kurz, ich bin mir gerade hier am rumgucken.
Was wir noch so haben. Wir haben ein Swiftness Potion, das erhöhte Movement. Wir haben drüben Night auch noch Shine Potion. Wir haben noch zwei Unsichtbarkeits, zwei Dornentränke, Wasserlauf, Federsturz, Gravitation. Und warum haben wir da auch noch Tränke drin? Irritiert mich. Und vor allen Dingen, warum haben wir. Nee, ach Gott. Hätten auch noch Türen drin, what the fuck? Ah ja, alles klar. Alles klar. Wir haben eine richtig gute Ordnung, sag ich mal, ne? Ja, auf jeden. Kann ich eigentlich mehr als eine. Warte mal kurz. Kann ich. Muss ich das ausreden? Jawohl! Das geht sogar, du kannst mehr als eine. Ich habe Lizard in the Bottle und eine Cloud in the Bottle jetzt hintereinander. Ich weiß nicht, kann man zwei Cloud in the Bottle nehmen? Wir haben auch noch eine Cloud in the Bottle übrig. Hier da beim rechten von den zwei Golddingern. Wollte keine einer Flasche. Muss noch probieren, ob du sie. Nee, geht nicht parallel, aber Lizard und Cloud geht. Lol. So, ich muss mir kurz was gucken. Alle Bereiche sind besetzt. Vielleicht können wir ihn deswegen auch nicht finden, weil wir kein Haus haben, wo er reinpasst. Ach so. Könnte natürlich sein. Ich würde mal sagen, ich guck nochmal, dass wir hier noch ein bisschen. Ich baue auch ein schönes Haus. Baust du auch ein schönes Haus? Aus Dreck. Yay. Ja, wir müssen ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aus Dreck. Aus dunklem Dreck. Wie zum Geier habe ich denn nochmal. Oh, ich bin ein Trottel. Dunkler Dreck? Lol. Ist die gefärbt oder was? Nö. So. Ich brauche mal kurz. Ich tue eben kurz einen ganzen Stack Steine verarbeiten. Okay. 499. Lol, ich habe keine Axt dabei. Njap, 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 njap. So. Ach, lol. Mir fehlt Gel. Warum haben wir denn unser Gel gelagert? Ich habe noch 20. Ich habe vorhin auch Gel gehabt. Ich muss irgendwo mit reingepackt haben, aus Versehen. Ah, hier. Wir haben 150 Gel, haben wir noch hier. Ah, okay. Ist ja nicht viel. Jetzt haben wir noch 118 Gel. So. Ich mach mal hier weiter, ne? Erweitere ich mal das Haus ein bisschen. Kannst du mal den Baum hier unter mir weghauen? Jo. Stört mich gerade. Moment mal, ich mache hier noch offen. Dann kann man hier dann hochspringen. So. Irgendwie hast du nicht die gleiche Höhe. Stimmt. Okay. Hopp. So. Huch. Verbaut. Was hab ich jetzt denn noch? Ach so. So. Oh. Ich guck mal, das wird zu klein. So. So, Holz. Und sogar noch mit... Ah, Gott.
Das ist ja ein schönes Haus. Ein Erdloch. Ja. Ja, das gefällt doch dem Typ, den wir da unten holen. Da war er die ganze Zeit unter der Erde. Super. Weißt du, so kann er sein Trauma am besten verarbeiten. Wir haben dich nicht rausgeholt, du bist immer noch unter der Erde. Verarbeite dein Trauma, komm. 1, 2, 3, 4 brauche ich. Mein Holz ist an. Ich habe auch nur noch Mob, nix. Mob. Alter, das ist echt krass, wie viel Holz wir gerade brauchen. Vorhin jede Menge Sand, das kann ich mal zu Glas machen, da kann ich noch ein paar Fenster reinmachen. Gott, hässlich. Mach die Tür weg. What? Jetzt hast du mir irgendwas gegeben. Ja, das war eine Truhe, die ich da hinplanten wollte, die habe ich aus dem rausgebracht. Webcover-Chest. Ja, genau. Gott, sieht die eklig aus. Ja, wie so eine Zombie. Da ist ein Eichhörnchen. Nein, nicht das Eichhörnchen. Oh, irgendwie hab ich hier noch zu hoch. Ja. Hast du Langeweile da oben, oder was? Nein, ich habe auf den Hasen gewartet. Hast du Zielübung auf Hasen, oder was? Ja, Hasen und Eichhörnchen. Meine Sag mal, kennst du eigentlich die Webseite gegenhund.de? Sagt mir jetzt nichts, ne. Wie ich die kenne. Ist mal ganz interessant. Also klingt jetzt nie so, als ob ich die kennen sollte. Also so, ist schon. Ist relativ pervers, sagen wir mal so. Also nee, da siehst du halt wirklich, wie zum Beispiel die so. Weiß was ich. Da gibt es so eine Anleitung, wie du Hunde am besten kochst und so eine Scheiße. Okay. Ist das aber schwarzer Humor oder ist es ernst gemeint? Das ist tatsächlich ernst gemeint. Und da gibt es auch so einen Rechner, mit was du deinen Hund umbringen musst und wie viel du ihm dafür geben musst. Frag mich mal, welche Leute sowas machen. Also welche Leute dann sowas nutzen, meine ich so rum. Also anscheinend viele. Du musst dein Spawnpoint nochmal neu setzen, weil unsere beiden Betten gerade, dadurch, dass ich es aufgerissen habe, können nicht mehr als Haus zählen. Okay. Da links, nee, da rechts oben geht's nicht. Du musst hier links unten den Spawnpoint setzen. Weil, wie gesagt, ich Quatsch mache mit dem Haus. So. Bin ich gerade zu blöd oder sehe ich das Bett nicht? Neben der pinken Tussi. Links in dem Raum neben der pinken Tussi. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Ich hab's mal damals mitgekriegt von einem YouTuber, der darüber geredet hat. Und das war eigentlich schon relativ krass, was man da so gehört hat. Nee, es gibt Dinge, da bin ich ziemlich stolz auf, die zu kennen. Ja. Oder zum Beispiel Kirche.net ist auch noch so ein geiles Beispiel. Okay, da bin ich schon mal drauf gerutscht, weil es in irgendeinem Artikel von, glaube ich, GameStar oder so schon mal erwähnt wurde, wo mir dachte, es ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, ich hab da mal einen Artikel, ein Thread gelesen, wo einfach nur drin stand, dass einer zur Arbeit gegangen ist und der hat dann so einen Jungen auf der Straße gefunden, der halt am Tag zuvor ein bisschen zu viel gefeiert hat, ja, sag ich mal. Ja. Und dann hat er dem direkt seine Brieftasche weggenommen, weil er es ja für Drogen ausgeben könnte und da hat er ihm noch zwei reingeschlagen als sozusagen als Wiedergutmachung seiner Sünden oder so. Wie gesagt, what the fuck, was anderes fällt mir dazu nie ein. Nee, echt, das war, ich frag mich echt, was zur Hölle ist los mit den Menschen. Ja, vor allem sowas in unserer Kirche.net. Die sollten eher den Leuten helfen, anstatt da so einen Quatsch zu machen. So, irgendwie, Moment. Die Truhe war für unser Baumaterial, also hier oben ist fürs Baumaterial, ne?
packe ich jetzt mal das wieder rein. Das brauche ich auch nicht mehr und das auch nicht mehr. So, aber irgendwie fehlt mir noch. Ey! Ach so, dafür braucht man einen Hammer. Bisschen Keks. Mach die Tür wieder hin. Kennst du den Anime Death Note? Vom Namen her haben noch nie geschaut. Ich würde jetzt doch nochmal gucken, du wolltest auch noch Steine haben und sowas. Ja. Und ich will noch Holz haben, dass wir ein bisschen rumgehen. Oh, ich muss gar nicht so weit für Holz. Nö. Aber ich komme gleich nach noch. Hey, oh, da ist einer. Nee, ich hab heute mal ein bisschen Sanctum 2 gespielt. Hey, gib mir das Holz. Sagt mir was. Das ist so ein, keine Ahnung, Power Defense, Ego, Shooter, Mix Zeug. Okay. Also Sanctum, ich weiß gar nicht, ob irgendwie ein Teil davon mal Free-to-Play war, bin ich ganz sicher. Das war halt im Humble-Band mit drin, hab mir gedacht, mach das hier mal an. Also, das momentane Humble-Band ist echt so für Koop-Spieler der Himmel auf Erden, mehr oder weniger. Gerade wenn man das noch nicht hat, also. Mhm. Ja, Garry's Mod, Sanctum ist auch so ein Tower Defense, was man im Koop spielen kann. Was war noch drin? Magicka war drin mit allen DLCs. Natural Selection 2 ist zwar eher wieder dann was gegeneinander, kann man aber halt natürlich auch mit einem Kumpel zusammen gegen andere Leute spielen. Ja. Und so, also. Irgendwas war noch drin, was ich mir dachte, war für Koop ganz cool, aber naja. Oh, ich habe eine schwarze Linse bekommen. Wenn ich noch eine kriege, kann ich mir Sonnengläser machen. Sonnenbrille, oh. Meine Fresse. Machst du einen auf Macho? Mhm. Mach ich das nicht jetzt schon? Naja. So. Also ich bin durch Crimson jetzt durch. Ich komme mit. Ich bin erstmal auf dem Weg, wobei ich könnte ja einfach mal. Give me the boom. Es könnte ganz gut das Holz zu meinem. Crimson gibt es so dunkles Holz, das könnte ganz gut passen zum Dingens, zu meinen. Zu den Pilzen, die ich, worauf ich ein Haus bauen wollte. Okay. Ja. Ah, lol. Fail. Geh weg! Crimson ist Viech. Bewegen, ich sehe schon. Die wollen mich hier nicht. Oh. So. Wird schon wieder hell. Keine Ahnung. So. Doch, könnte sein, dass es schon wieder hell wird gerade. Au. Mich so hoch gesprungen, da habe ich direkt Fallschaden bekommen. Ja, ist mir auch vorhin passiert. Ist immer noch Shadewood hier? Nee, normales. Normaler Wut. Ist es eigentlich nicht ein bisschen unlogisch, dass in der Terraria in der Wüste so viel Wasser ist? Ist das nicht ja der Strand, wo du gerade bist? Achso, ja, schon. Nee, Wüste. Okay. Dann, ja. Wieso? Nur so. So. Die Mucke, ey. Von The Crimson. Krass. So. Also ich habe bis jetzt 3 Sterne gefunden. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen reingepackt in irgendeine Truhe.